Ja, und in dem Kult, den sie da so machen, oder den wir da machen, wie, je nachdem wie man es nimmt, kann man auch sagen, okay, jetzt, ich mache da einfach für mich selber ein Thema. Da habe ich mir gedacht, ah, machen wir Selfie. Aber jetzt nicht nur normale Selfies, sondern wenn ich da spazieren gehe, habe ich einfach Selfies in die Verkehrsspiegel gemacht. Gell? Also ich bin da wirklich überall drauf, wenn man da genau schauen muss. Und die Fotobearbeiter sehen eh gleich, die haben alle so diese Vignette. Aber das, die sind so aus dem. Ich habe da gar nichts gemacht. Ich habe die digitalisiert und die Formen richtig gestellt und fertig. Aber dieser Effekt kommt von den Kameras, von den Objektiven. Da links, die link, also das ganz linke Bild, das ist ein Gruppenfoto von meiner Gruppe, von der Schule. Kopf und Fuß gleichzeitig. Das mittlere Bild, das ist alle Kinder von meiner Klasse. Weil Mehrfachbelichtung muss ja nicht nur zweimal oder dreimal sein. Und da rechts, das war das, man muss ja nicht immer vorher wissen, was da passiert. Da habe ich halt die rote Folie in den Blitz eingelegt. Und jetzt weiß ich, okay, der reicht gar nicht so weit und meine Nachbarin ist dann schon wieder richtig belichtet, weil sie halt draußen im normalen Licht so 3-4 Meter weit weg steht. Das mit den Doppelbelichtungen war mir damals als Kind nicht so bewusst. Links, das ist so ein Übskamerabild, meine Eltern am Wolfgangsee. Also in dem Fall wirklich so meine Eltern unter Wolfgangsee. Und das rechte Bild, das habe ich im Sommer gemacht, das ist mein Moped halt von vorne und hinten gleichzeitig. Also denk nicht nach, heißt jetzt nicht Gedanken verloren, sondern das habe ich mir schon gedacht, ah, wenn ich das jetzt doppelt mache, das haben wir schon vorher zurecht überlegt. Gell? Wenn ich jetzt schaue, dass das Moped genau in der Mitte ist und dann von der anderen Seite auch wieder genau in der Mitte, dann könnte es ja so rauskommen. Da habe ich mir auch so ein bisschen gespielt, eben so weg mit den Brettern vor dem Kopf, habe ich mir das irgendwie gedacht. Oder das andere halt da, ich bin schon irgendwie so ein Techniker mit den geraden Linien, aber trotzdem einfach einmal so einen weiteren Blick da. Das war so, das denkt nicht nach, was da so mitgespielt hat. Was kann man noch machen? Ihr wisst alle, wie groß eine Küche ist ungefähr, gell? Aber das ist jetzt dieses super Weitwinkel da von der Kamera. Das ist schon geil, muss ich sagen. Gell? Schwupp, das Kaffeehäferl. Und dann habe ich gedacht, eigentlich könnte ich das Kaffeehäferl öfters reisen lassen. Und dann habe ich dann das Kaffeehäferl da mitgenommen. Und das ist die Terrasse, das ist die Küche, das Kaffeehäferl. Noch was das erkennt. Ich höre auch immer wieder so Fotopodcasts und was da Diskussionen geführt werden, wie man bei den Architekturaufnahmen diese stürzenden Linien vermeiden kann, wie man das gerade machen kann und was die Leute sich da für Shift-Objektive und alles Mögliche kaufen werden. Und ich denke mir, wurscht, wenn ich aufwische, ist es eh schief und mache das Foto und fertig ist. Hat mir so gesagt nur 300 Euro gekostet. Und das war auf dem Marsch von der BTV, haben wir gedacht, da schau die Vögel, die gefallen mir. Also mir sind die Vögel damals aufgefallen und der Rest nicht. Darum habe ich die da so mittig fotografiert. Ja, das hat einfach für mich irgendwie so geheißen, nach dem Spiegelreflex da mit diesen Büchern und so, einfach mal neue Wege gehen, durch neue Tore durchgehen. Und dann ist mir mal aufgefallen, eigentlich sind da recht viele solche Tore da rundherum. Und dann habe ich die so mitgenommen. Es macht da jetzt zum Beispiel auch nichts, gell, bei diese, wenn du jetzt schon sagst, jetzt bin ich Lomograf, dann tue ich halt jedes von diesen Fotos da 10-mal ausdrucken und dann mache ich da ein großes Mosaik. Gell. Dann stehst du halt in der Ferne dort und siehst da so dieses schwarz-weiß Schachbrettmuster und überall siehst du wieder neue Details, obwohl es die gleichen Bilder sind. Das haben wir der Holger zu verdanken. Die habe ich nämlich da 1999 in Graz noch gekauft, habe den Mittelformatfilm da reingelegt und habe dann sie fotografiert und habe dann gesagt, mach ein Foto von mir. Und ich bin dann nach Tirol wieder zurück übersiedelt und immer wieder mal habe ich die Kamera entdeckt. Habe ich die vorgespult? Oder nicht? Nein, ich würde sie zur Sicherheit vorspulen. Ja. Jetzt habe ich nichts zu fotografieren, lassen wir es. Das ist ein paar Mal passiert, da sind dann 12 Bilder eigentlich, oder 16 Bilder, 12 Bilder sind da drauf. Und irgendwann habe ich gesehen, jetzt sind nur mehr zwei. Die habe ich doch vorgespult gehabt.
Und hat zu ihr gesagt, okay, was hast du, machen wir ein Foto nochmal von uns. Und dann habe ich den Film entwickelt und das sind alle Fotos, die auf dem Film drauf waren. Ja, also. Das hast du dann reingekauft, oder? Bitte? Das ist 2015 hast du reingekauft, oder? Genau, das ist 2015. Da habe ich so ausgeschaut. Da habe ich so ausgeschaut. Und die Bilder sind nicht so komisch verschleiert, weil der Film so alt war, sondern das ist, weil da in aller Licht reingekommt. Also direkt bewusst von der Film. Ja, das ist halt in China Plastik produziert, geschwind. Und im Ganzen, wie tue ich das jetzt fotografieren? Nur einen kurzen Überblick. Gell? Wenn ich meinen Spiegelreflex nehme, die digitale, dann nutze ich das digitale Zeug so, wie das ist. Gell? Alles, was da geht. Dann haben meine Schüler einmal gefragt, Lehrer, wieso sind Sie nicht auf Instagram? Das hat, glaube ich, 30 Sekunden gedauert. Haben sie mir das installiert, alle waren meine Follower. Und dann habe ich mir mal gedacht, was weiß ich, jetzt tue ich da nur Handyfotos, die nur am Handy bearbeite. Also wenn ich für Instagram was mache, dann sind das ausschließlich solche Fotos. Und das Gegenteil davon ist diese App Grainery. Das ist so wie Instagram für Analogfotografen. Da kannst du die Bilder nur hochladen, wenn du da hinschreibst, welcher Film, welche Kamera, welches Objektiv das ist. Kann ich euch nachher noch zeigen, wenn es interessiert. Und ein großer Plot, das ist die Plattform Nomographie. Wenn man da ein Konto anlegt, dann kannst du, weiß nicht, unendlich Fotos aufladen. Und man kann aber dann sagen, wie ist das, Holger? Und dann gibst du den Suchbegriff Holger ein und dann kriegst du alle Fotos, die mit der Holger verschlagwortet sind. Oder wie war das mit der Diana Baby? Dann findest du alle Fotos mit der Diana Baby. Zusätzlich gibt es da noch, bin ich wahrscheinlich schon über die nächste Zeit, oder? Gibt es der Zeitmanagement? Okay. Da gibt es dieses Digitalizer. Ich habe das jetzt ein bisschen anders gemacht, aber jetzt sage ich, das ist ganz auf die Schnelle. Das Ganze ist einfach so klasse. Schlicht und einfach so klasse. Klein. Wie sagt man da? Leicht Pult oder was? Und da hinein kann ich zum Beispiel, da tue ich die Mittelformatfilme rein. Ja, das ist sozusagen der Lösverschluss, da wird es gespannt und fertig. Und dann tue ich mit der Digitalkamera da einfach fotografieren. Oder wenn ich das raus tue, dann kann ich das auch wieder. Ja, dann kann ich da praktisch mit den Löchern da fotografieren. Und dann gibt es immer so einen Einschlag, den man da so dazwischen eintun kann. Das ist dann quasi nur mit der Maske, dass ich halt ganz normale Negative da drinnen fotografiere. So. Ja, und so kann ich dann praktisch die Negative digitalisieren. Und das Ding hat da noch so eine Grundplatte dabei und so eine Säule mit so einem Halter und da kann ich dann das Smartphone einfach rein tun. Und da mache ich das Smartphone einfach auf. In der Schule ist das fein, weil das baue ich auf, zack. Die Kinder sagen, darf ich auch, her mit deinem Smartphone und da machen wir die Bilder. Also das ist das Digitalisieren von diesen Anwendungsbildern. Den Blitz habt ihr schon gesehen, aber es gibt auch da den Fritz, der Blitz, der kostet jetzt gar nicht so viel und man kann sogar die Blitzleistung da reduzieren. Und du hast auch ein ganzes Kabelset, du hast also die PC-Sync-Buchse, du kannst das an einem normalen anschließen. Und bei dem ist noch dabei die Halterung für die Diana Baby, dass sie, wenn sie da einen Film drinnen hat, da ein normales Stativ gewinnt hat und damit das doppelt befestigen kann. Man kann auch mit dem indirekt blitzen, ja. Geht auch wunderbar. Hat auch solche Farbfilter da drauf, wo man diese Effekte machen kann. Das ist alles in einer Box dabei, also die kostet glaube ich 70 Euro oder so. Bei manchen von den Veranstaltungen, wenn da das letzte steht, teilhaben lassen, kann ich dann zack, 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 lege ich alle die Filme ein und die Leute wissen das dann schon oder sie fragen, wie funktioniert die Kamera. Da musst du da vorspulen und da musst du da vorspulen. Und die Leute einfach selber da fotografieren. Ich kann mich schon auch ums Fotografieren kümmern, aber dann machen die Leute da untereinander die Plätze und da kommen auch recht lustige Fotos zustande. Ja. Das war so das Wichtigste. Das ist eine Doppelbelichtung mit der Diana Baby. So, schön, zack und schnell noch ein Foto.
Das, was ich noch nicht gesagt habe, also bei den zwei Kameras gibt es da so ein Instapack, das heißt, ich kann da diese Rückseite runter tun, knall das da drauf, kann ich so einen Instax-Mini-Film aufhören und dann habe ich sofort meine Sofortbilder. Das ist die Welt der Lomographie, also des Lomographie-Shops, womit die ihr Geld verdienen und ich aber trotzdem meinen Spaß habe, muss ich sagen. Und für mich sind das nicht gedankenverlorene Schnellschussknipsereien, sondern da denke ich mir schon ein bisschen was dabei. Aber habe halt im Hinterkopf dieses andere und genieße es, dass die so ausschauen, wie sie ausschauen, also die Bilder. Jetzt wisst ihr, was Lomographie ist. Super. Thank you.